Hallo, moin moin, hier seht ihr das Fallout 76 Team Let's Play bis Uklamachi aus der Sicht von Wanderer.de. Viel Spaß! Okay, was haben wir denn noch? Wasser habe ich genug. Okay, was zu essen habe ich genug. Ah, ich habe noch Eisenerz. Schätzen. Und Kupfererz? Pulver rein in die Kiste. Technische Daten lasse ich auch hier. Okay, aber das packe ich auch da rein. So. Das kann auch weg. Das lasse ich auch hier. Das auch, das auch. Das kommt weg. Das Bericht zum Angriff auf Harpers Ferry. Ja, Harpers Ferry wäre auch noch eine schöne Sache. Können wir auch noch spielen. Auch schön. Okay, Munition. 10 mm. Habe ich nur 21 Stück. Schrotpatronen nur 7. Fusionszellen packe ich weg. Dann gebe ich dir die nachher, ne? Ja. Dann passt das schon, denke ich. So. Ach, Scheiße. Was machst du? Kaufst du jetzt ein Ticket? Nee, ich gucke gerade mal rein, was da drin war, aber War das kann was man drin? nichts machen. Kann man nichts meinen, ne? So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ruhig weiter. Ich werde das ganz kurz noch mal. Weil jetzt kommen wir in das Gebiet, wo wir uns ein bisschen durchschleichen müssen. Wieder Ja. heile ankommen, wo wir hin wollen. So, ich pack das schon mal kurz umzulegen. Genau, so. Ab damit. Alles wegpacken, was du an überflüssig hast. Damit wir schön laufen können, wenn wir laufen müssen. Mache ich jetzt gerade genau. So. Okay. Ich habe einen Bauplan großer Wasseraufbereiter Ja, habe ich gefunden. auch. Das ist eins von den Geräten, die man so ins Wasser stellt, glaube ich. Aber Genau. dazu musst du wirklich an einem Wasser, an einem Fluss sein oder an einem See oder so. Da kriegt man, Ja. glaube ich, ganz schön gut. Oh, warte mal, ich könnte noch mal ein paar Granaten einpacken. Also der ist schon einen Schritt weiter, dann wo sind sie denn die Granaten? Hab ich denn überhaupt noch welche? Ich habe gar keine mehr. Wo sind die denn alle? Oh, das sieht aber nicht gut aus. Patronen lasse ich jetzt auch erstmal. Ach so, warte mal, da muss ich gucken. Doch, hab noch 18 Stück. Ich pack mal 6 Stück noch dazu. Ja. 117 zu 180 Gewicht. Wieso habe ich denn eigentlich so wenig? Was ist denn mit meiner Kleidung los? Ist die kaputt? Nö, eigentlich nicht. Ich habe keine Taschen dran. Wir haben noch keine Taschen gemacht. Das müssen wir noch machen. Müssen wir nur mal gucken. Ups, da war es drin. Okay. Ja. Okay, es hört sich, ist alles sehr ruhig hier. Wir können eigentlich, wenn du fertig bist, dann rübergehen. Ja, können wir machen. Gut. Ne? Da drüben würde ich nicht hingehen, so schnell. Da ist noch irgendwie ein Stollen und davor sind lauter. Warte mal, das gehört hier nicht hin. Das ist doch ein Verkaufsladen. Der hat hier, oh, hier hat einer die Dinger aufgestellt. Gucke mal. Das ist auch eine schöne Idee, ne? Ja, stimmt. Oh, der hat ein Gleisgewerbe. Oh, schade, ist das teuer. Was kostet das denn? 2000 Kronkorken. Boah. Ja, der Bauplan, ne? Der Bauplan. Ja. Cool. Oh. So, warte mal, was haben wir noch hier drin?
Nee, hier ist nichts weiter. Hier mal gucken. Ah, hier sind Patronen. Oh, ja, könnten wir theoretisch 556er kaufen. Aber dafür haben wir nicht genug Geld. Würde ich jedenfalls nicht. Und wir haben noch nicht die Waffe dafür. Okay. Mal sehen, hat er denn hier noch irgendwas mit Waffen? Aggressotron, Maschinengewehr. Boah, der will aber echt Geld haben. Ah, hier hat der Schrott drin. Titanschrott hat der. Oh. Ich glaube, das nehme ich mal mit. Das sind 30 Stück. Vier Kronkorken. Das sind 120 Kronkorken. Das mache ich mal. Das brauchen wir später. Sogar stabiles violettes Flux hat der. Ah, da werden wir noch viel zu. Wir haben noch viel vor uns. Das ist auch. Einiges an Quest. Warte mal, Holus? Nee, da war nichts. Bleischrott. Der hat sogar Bleischrott massenweise. Drei Kronkorken pro Stück. Okay. Wie wird denn das auf der Karte angezeigt? Munition, Schrott, Bauplan, Rüstung, Waffen. Okay. Ja, müssen wir mal auf Schrott achten, falls wir mal Blei brauchen. Pionier Scouts. Kann ich das anklicken? Trophäe, eine Zecke. Ich glaube es. Banner, Kaulquappe. Okay. Aber diese Häuser gefallen mir. Das ist also zum Verkaufen, ist das cool. Ja, das stimmt. Das Steck. Ach, das ist meine Kiste. Hier ist die Kiste nochmal. Hier der Milchautomat. Ja, das. Und das andere. Hier ist auch nochmal ein Ding. Ja, die sind hier alle gleich, glaube ich. Das, ja. Ja, das ist das Versteck von unserer. Okay, ich glaube, wir sollten mal hier rüber gehen. Ich möchte. Ja. Ne, denn lass uns mal rüber gehen zu Whitespring. Ich glaube, im Moment ist noch Ruhe. Moment, schau nochmal. Ja. Ja, doch, da ist schon einer. Moment, ich schau mal. 418. 418er Level. Der ist aber im Gebäude, wie es aussieht. Wenn wir reingehen, versuchen da reinzukommen, dann haben wir in Ruhe. Dann kommen wir in Ruhe. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie rüber. Und bitte nicht auf die Roboter schießen. Nee. Die machen uns sofort fertig. Das sind nämlich auch diese Bots, weißt du? Ja, guck, da rollt und schneidet. Oh, wow, ja, ich sehe es, ja. Also ich packe meine Waffe hier auch am liebsten erstmal weg. So, und jetzt müssen wir das Hauptgebäude finden. Und das müsste hier hoch. Hier hoch. Und da müssten wir eigentlich schon auf der Rückseite sein. Da hinten laufen auch die Bots rum, siehst du? So, das ist das Whitespring Resort. Ja. Wow. Auf Ruhle und so, das riesig. Ja, das ist sehr riesig. Die Roboter werden dir immer sagen, du sollst nicht durch die Rabatten gehen. Ich gehe immer durch. So. Reingehen können wir auf jeden Fall hier, wo das erleuchtet ist. Ne, und du siehst, wenn du genau hinschaust, sind das alles 50er, ne? Hier gibt es keine Schwächeren. Ne? Die sind also heftig. So, und hier gehe ich mal rein, jetzt durch die Tür. Ja. So, dann sind wir relativ sicher. Und wir haben es auf der Karte auf jeden Fall. Das nennt sich dann das Whitespring Resort. Hier gibt es noch einen Bunker in der Nähe. So. Ich gehe mal ein Stück vor, dass du auch spawnst. Jo, jetzt sind wir drin. Ah, jetzt bist du da. Ja. Hier sind, also das sind dann weniger gefährliche, aber hier ist auch eine Polizeiwache. Was ist das hier? Das ist der Bellstand. Was ist denn ein Bellstand? Das Hotel ist nicht verantwortlich für aber auch ein 50er, ein Page. Oder verstrahlte Gegenstände.
Da hinten läuft, hier laufen übrigens auch Aggressoren rum, also nicht drauf schießen, ne? Wir möchten unseren Gästen eine sichere und saubere Atmosphäre bieten. Das finde ich ja sehr nett. Okay. Es ist stets ein Vergnügen. Ich weiß so nicht, wieso ich jetzt hier den Zug. Ah, hier, ich bin falsch abgebogen. Hier können wir lang. So, und wenn du jetzt hier links und rechts guckst, dann sind hier Geschäfte. Ne? Hier ist ein. Hier ist ein Doc Stanley. Und hier, so, ja. Ne, hier ist ein Zeitungsstand. Und manchmal steht hier, so wie hier, ist ein Responder, der verkauft. Ne? Das ist der Standard-Responder-Händler. Ja. So, und der müsste eigentlich das haben, was wir sonst auch in zum Beispiel Flatwood kriegen oder so. Ne? Der hat ja auch Baupläne. Blei nehme ich noch mal mit. So, kann ich dem dann verkaufen? Ja gut, ich habe nichts in der aus der Kiste habe ich nichts raus. Du musst erstmal was aus der Kiste nehmen oder so. So, ne? Also die haben praktisch alle. Bitte unterlassen Sie Diebstähle, Plünderungen, Angriffe, Mord und das Herumtrampeln auf den Blumen. Ja, ist gut, mache ich. Nur die Blumen, die mache ich nach außen. Hey, was ist denn mit dem? Der ist umgefallen. Ja, weiß ich auch nicht, was passiert ist. Ich habe nichts gemacht. Ich auch nicht. Ich glaube, den ignorieren wir lieber. Ah! Was ist denn jetzt mit dem Roboter los? Die versagen. Was ist passiert? Na, keine Ahnung. Die versagen einfach. Hier steht wieder ein Responder. Quatschen. Ein Flaureska, das ist so ein Blumengeschäft oder so. Ne, warte mal, was verkaufen die hier? Kleider verkaufen die. Ah. So, was haben wir hier? Hier haben wir Bücher. Und hier haben wir Herren- und Damenmode oder so. Was haben wir hier? Creekside Lodge. Wir können mal ja fragen. Hier ist übrigens noch ein Responder. Also ein Roboter, das ist aber kein Responder, sondern es steht eine Bruderschaft, Händler. Ja. Und hier kann man auch schon mal was Besseres finden. Zum Beispiel Militärsachen. Oder ein Power-Rüstungsstation. Könnten wir theoretisch kaufen. So. Kostet aber 1250 oder so. Ja, oh das Gott. Ist, ja, gut. Ist schon recht teuer. Kriegen wir später wahrscheinlich sowieso umsonst. Ah, ja. Ne? Deswegen machen wir das am besten gar nicht. So, hier ist wieder ein Verkäufer. Ich glaube, das war auch einer. Willkommen. Ach nee, das war Tweet. Tweet ist ein ganz normaler, der hier herkommt. Ah, warte mal, der war... Das ist der Captain. Ahoi. Captain Kill. Das ist ein Koch, glaube ich. Der macht so eine Art Küche. Warum fallen die denn alle um, wenn wir kommen? Ja, schrecklich. Weiß ich auch nicht. Was haben wir denn noch hier? Das ist ein Raider-Händler. Ein Raider-Händler ist das. Hier könnte man eventuell Munition kriegen. Der hat nämlich ganz schön viel Munition da liegen. Gibt's auch Waffen? Ja. Oh ja, Baupläne auch. Gut. Hier, der hat auch Patronen. Ja, das ist hier für Raider eher gedacht. Hier kostet nämlich zum Beispiel für die Raider-Rüstung auch die bewegungsunterstützenden Servos und all sowas. Ne? Und die optimierten Servos und so. Ja. Jetzt wieder Blei. Das nehme ich nochmal mit. Ja? Guck, ich will das Blei haben. Hallo, ich will das Blei haben. Nein, die Federn will ich nicht. Ich wollte das Blei haben. Hab ich das jetzt oder nicht? Doch, hab ich. Zweimal. Okay. Oh, das wird langsam knapp bei mir. Ich hab nur noch 100 Kronkorken. Okay. Gut. Ne, also diese Roboter sind immer irgendeine spezielle Art. Die Dings hier, da kann man sich aber schon durchfinden. Ja. Denke ich. Da ist, glaube ich, nichts. Hier ist wieder so ein Aggressotron und noch ein dahinter. Moment, was ist das? Ah, freie Staaten. Mal gucken, was der hat. Masseure sollten in Kürze wieder zurück sein. Baupläne, ja.
Die sind uninteressant. Aufgrund von Berichten über Wirbelsäulenquetschungen dürfen chiropraktische Anwendungen... Ja, und das Coolste ist... Was? Geh weiter, Miss Maid. Hier, guck mal. Und hier ist ein ganzes Dings nur für Reparaturen. Oh ja. Hier ist auch eine Power-Rüstungsstation. Wenn wir mal keine haben, können wir hier auch her. Ja. Und Kisten sind hier übrigens auch. Ne? So, dass wir... Und hier ist was zum Kochen. Hier sind die Basteldinger und Waffenwerkbank. Und da drüben müsste Rüstung noch sein. Also hier ist alles, ne? Deswegen kann man hier auch getrost hingehen. Bis auf die nervige Musik. Das ist ja eigentlich ja, Ruhe. Kann man die nicht abstellen? Nee, leider nicht. Ich habe keinen Weg gefunden. Die lässt sich leider nicht. Die ist immer hier in Weißbring. Aber die hat auch noch kein Problem gemacht mit YouTube. Ja. Also ich habe ganz schön Bleischrott jetzt. Cool. So, dann packe ich das mal in meine Kiste, weil wir können das ja auch schön weglegen. So, was habe ich denn jetzt hier noch? Das und... Ja, das sieht gut aus. Meine Kiste ist schon bei 543. Ja, die Musik kann man leider nicht abschalten. Warte mal, könnte ich denn jetzt hier noch irgendwas herstellen? Schießpulver vielleicht. Nee, dann gebe ich die ganze Säure weg. Moment. Was habe ich hier jetzt an Munition? Ich glaube, ich habe noch für meine Waffen, ne? Moment. Der hat noch. Ich werde mal schon die große 50er Munition machen. Dann habe ich für die Kiste schon mal Muni. So. Aber da können wir nie genug von haben später. Ja. Die 50, das sind immer 100er Pakete. Da können wir auch noch leveln. Oh ja, da passt einiges. Schießpulver begrenzt das Ganze. Sehr schön. Dann haben wir gleich was für die Kiste. So. 1100 Schuss schon mal. Und die werden weggehen wie warme Semmeln. Schießpulver hatte ich eben nicht, ne? Warte mal, Schießpulver. Könnte ich hier nochmal... Ah, schmelzen kann ich hier auch. Genau, dann mache ich das mal mit dem Schrott schon mal. So. Ja, es geht auch immer die Säure bei weg. So. Schießpulver. So. Und dann gehe ich wieder dorthin. Warte mal, dort. Herstellen. Und dann mache ich wieder die große Menü. Oh ja, da kommt auch richtig was zusammen. Cool. Mhm. Da habe ich glaube ich 2500 Schuss oder so. Oh, das fehlt uns nur noch die Waffe, die müssen wir da besorgen. Gucken gerade. 1400. Jo, 2500 Schuss. So. Das ist schon mal gut. Dann haben wir schon mal Start. Ja, wir müssen nochmal die Verkaufsautomaten uns beim nächsten Mal anschauen. Das wäre gar nicht verkehrt. Da könnte man dann die überflüssige Munition verkaufen auch. Weil die kann man da nämlich verkaufen. Das ist doch cool, oder? Ja, das stimmt. Weil das war ja vorher nicht. Man konnte ja nichts machen. No, geht ja nicht der Herd. Hallo, ich möchte den Herd benutzen. Der will mich da nicht an den Herd lassen. Ach, der geht aber. So. Ups, da war noch was. Und Igual am Stiel. Okay, ich glaube, ich habe alles. Warte mal, Heilung. Nö. Nützliches. Nö. Pflanzen. Nö. Vorbereitet. Nö. Okay.
So, kochen habe ich auch gemacht. Wie schaut es bei dir aus? Ich koche nur noch mal schnell und dann bin ich auch soweit, dass wir können. Fleisch. Warte mal, die Waffen könnt ihr noch mal prüfen. So. Ja, gut, das ist doch gut. Der Handspanner braucht eine Reparatur. Stimmt, das könnte ich auch noch machen. Machete benutze ich kaum, ich schleppe ich immer nur rum. Ja, Quer mache ich auch noch mal rein. So, meine Waffen sind gut. Jetzt schaue ich mal, ob ich irgendwas bauen kann. Revolver oder Pistole? Nö. Das taugt alles nichts. Mechanische Waffen. Ja, okay. Das Kampfgewehr kann ich leider immer noch nicht bauen. Das ist eigentlich schade, weil das ist ja nämlich ab Stufe 20 können wir das bauen. Ja. Okay. Was war das? Ja, okay. Ich denke, ich habe alles soweit. Ah, was haben wir denn hier? Kann man leider nicht mitnehmen. Die haben ja Kohle. Cool. Schön gemacht. Ja. Künstlertreff-Terminal, was ist das denn? Infos zum Künstlertreff. Gucken, was das ist. Das kenne ich ja noch gar nicht. Der Künstlertreff ist Weißbrink neuestes und innovativstes Erlebnisangebot. Wir bieten unseren Gästen eine breite Auswahl inspirierender Aktivitäten an, die gleichermaßen lehrreich und entspannt sind. Jeden Monat haben aktuelle und zukünftige Gäste von Whitespring die Möglichkeit, ein Thema vorzuschlagen. Der Künstlertreff wird das ausgewählte Thema dann als Schwerpunkt setzen und ihnen in praxisorientierte, kann ich nicht lesen, was wieder drüber, blabla, Kurse und da qualifizierte Anleitung zu einem erfolgreichen Erlebnis verhelfen. Selbstverständlich stellen wir ihnen kostenlose Arbeitsräume und alle erforderlichen Materialien zur Verfügung. Ganz gleich, wofür sie sich entscheiden. Keramik oder Kochen, Porträtzeichnen oder Poetik. Der Künstlertreff wird ihnen helfen, ihre kreative Seite zu entfalten. Der Kursplan. Wildfleisch, Charcuterie oder irgendwie, kann man lesen. Kaliber mit Klasse, die Kunst der Munitionsvergoldung. Oh Mann, ey, ich glaub's nicht. Einmal eins der Taxidermie. So verewigen sie ihr Haustier. Scheiße. Das ist ja hart, ey. Oh Gott. Vom Florettfechten bis zum Messerwurf. Wasserkochen. Das haben sie bisher falsch gemacht. Daytripper oder Schlummertrunk. Die Schnapsbrennerkunst der Provence. Feuerfrei. Ah. Großwildjagd mit der Flammenwerfer. Oh. Torte. Alle Kurse werden täglich angeboten. Weitere, weitere Informationen bei Friedrich erhältlich. Im Rahmen der Teilnahme fallen folgende Kosten an. Aktivitätsressort, Denkmalschutz und Materialgebühren plus Steuer. Das ist ja nicht wahr, ne? Ein Themavorschlag. Überprüfe Gaststatus. Gescheitert. Leider ist es unser Gast mit laufenden oder zukünftigen Reservierungen möglich, Themen für den Künstlertreff vorzuschlagen oder darüber abzustimmen. Tagesgäste sind herzlich eingeladen, an der am Tag ihres Aufenthalts angebotenen Aktivität teilzunehmen. Über ein Thema abstimmen. Gescheitert. Ups. Warte mal, ich bin noch nicht fertig hier. Ich muss hier nochmal rein. Abstimmungsergebnisse anzeigen. Der Künstlertreff hat alles, was sie brauchen. Papiermaché. Nicht nur für Kinder. Mit Papiermaché lässt sich faszinierende dekorative Kunstwerte erstellen. Oh Mann, hier machst du was mit. Ach, Rätselgott mit dem Handelste. Machen Sie sich bereit für die Gefahr. Für das Abenteuer. Für das Überleben. Ah, cool. Willkommen. Pendelten. Sie für Kunst. Und Dekor. Nein, Kunst und Dekor interessiert mich im feuchten Kehricht, Mensch. Treten Sie ein, Schätzchen. Hallo Helena, wie geht's dir denn? Willkommen bei Aurum.
Oh. Ich fürchte, unser Bestand ist recht gering. Ja, ja, das fürchte ich auch. Was haben wir denn hier? Shopping Mall. Stellen Sie sich das ein Einkaufszentrum-Händler. Aha. Hm. Der hat auch wieder ein paar Baupläne. Schön. Ja, aber der hat ja Pumpkanone. Die können wir doch nicht mal benutzen. Steampack hat er. Der hat so ein bisschen von allem. Okay. Ist das schon witzig gemacht, ne? Ja, das finde ich auch. Schön gemacht vor allen Dingen. Also, so viel Kram, ne? Das ist irre. Ja. Ich finde, das haben sie toll gemacht. Also, mir gefällt das auch. Kann ich Ihnen behilflich sein? So halt in einem gefährlichen Gebiet. Nur, das ist nicht so ganz leicht. Der Candy Shop. Ich gehe mal zum Candy Shop. Hallo? Ist denn hier jemand? Hallo? ich glaube, wir haben auch eine... Ah ja, wir haben auch ganz unten was Sonstiges, wenn du da mal schaust. Sammle und behalte die Whitespring Holobänder. Das könnten wir machen. Töte ungebärdige wilde Golfergule im Whitespring. Da sollten wir sehr vorsichtig mit sein. Da sollten wir wirklich irgendwann mal wiederkommen. Ja. Ne? Und die Holobänder sind teilweise auch außen. Wir müssen also in jedem Fall vorsichtig sein. Oder wir machen für heute Schluss. Ich weiß das jetzt nicht, wie du das möchtest. Das Whitespring steht unter unserem Schutz. Ja, können wir ja so machen, dass wir vielleicht beim nächsten Mal jetzt dann anfangen, hier in Whitespring rumzulaufen. Das wäre ein guter Abschluss. Ja, ne? Das stimmt allerdings, ja. Die Frage ist, wo wollen wir bleiben? Wenn wir nämlich wiederkommen, dann kommen wir nämlich außerhalb wieder. Ja gut, dann würde ich sagen, dass wir wieder zu uns zurück. Wir können ja hier wieder herspringen dann, ne? Ja, genau. Und wir können, glaube ich, auch direkt hier rausspringen. Also, warte mal, ich habe Licht an die ganze Zeit. Hm. Oh, ich auch. Was für eine Energieverschwendung. Was haben wir denn hier noch? Ah, wir können hier auch raus. Hier scheint ein Ausgang zu sein. Und dann können wir direkt zu uns springen. Wobei, du zu dir und ich zu mir, oder wie wollen wir es handhaben? Ja, können wir ja so machen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle auch Ende. Ja. Und springen einzeln und dann schalte ich auch meine Aufnahme aus. Genau, ja, das werde ich dann auch gleich machen. Ja. So, noch einmal kurz nach Hause. Stufe 17. Ja, ich mache noch die Zuordnung meiner Karte. Ich glaube, ich habe noch eine Karte, die ich legen kann. Dann versuche ich gleich nochmal bei Intelligenz oder so. Ah ja, wir sind auf dem Balkon. Ah ja, das ist gut. Hier kann man gut stehen bleiben. Wir können das beobachten. Ja. Genau, hier können wir runter, weil wir da... Oh, warte mal, das ist was zu essen. Fancy Lancy. Fancy Let's. Und immer darauf achten. Ich glaube, die Sachen kann man mitnehmen, die meisten. Nicht, dass wir da was mitnehmen, was rot gekennzeichnet ist. Ja, stimmt. Ja. Du hast sofort alle gegen dich. Also das ist das ist tödlich dann. Gut. Ich würde sagen, wir gehen zu unseren... Oder wir machen das eben hier noch. Ich mache das mal eben hier noch. Stufe 1 kann ich noch einen machen. Und zwar... Ja, das werde ich jetzt auch noch machen. Intelligenz. Warte mal, der Rüstmeister. Abrissexperte. Waffenschmied habe ich voll im Rang. Das ist nichts. Warte mal, ich brauche doch den Einbrecher vor allem, ne? Damit wir da weiter können. Okay, ich gehe nochmal raus. Rufe das nochmal auf. Gehe da drauf. Tja, das bringt alles nicht. Kommandosoldat durch grundlegendes Kampftraining verändern deine automatischen Gewehr plus 10. Das habe ich. Konzentriertes Feuer ist nicht fast. Kammerjäger. Gewehrschütze wäre vielleicht nicht schlecht. Mal gucken. Aber andererseits will ich das nicht. Nee, da mache ich doch mal Stärke. Mal gucken, was wir da noch haben. Schläger. Eisenfaust. Kampfkünstler.
Gut, ah, kräftig gebaut. Rüstung wiegt 25% weniger. Eine habe ich offenbar schon. Ja, gut, dann habe ich die vollständig. Moment. Ja, sehr schön. Jawohl, sehr gut. So, dann habe ich das. Und mehr habe ich auch nicht zu vergeben, nee. Ja, das ist dann so ein Aufgabenbereich, wo wir auch öfter hin müssen. Gäste und Besucher sind stets willkommen. Ein Portier ist das. Schon witzig gemacht. Ja, ist es wirklich. Hier der Portier sieht aus, als hätte er schlüpft so diesen Dings ein da. Oh, scheiße. Was denn jetzt? Kugel. Oh. Nur auf die Kugel schießen. Ja. Das ist doch gar nicht so einfach. Jetzt fängt er an zu rattern, wie blöde. Scheiße, das sind Golfergole. Ich glaube, wir sollten machen, dass wir wegkommen. Wobei ich nicht weiß, ob wir springen können. Wir müssen mal gucken. Okay, lass uns gehen. Können wir springen? Ja, einfach weg. Ja, ja, wir rennen einfach weg. Weil wenn wir in den Kampf verwickelt werden, treffen wir im schlimmsten Fall einen Roboter. Ja, das muss nicht sein. Ja. Ja, da können wir sowieso nur noch flüchten oder sterben. Ja. So, ich würde sagen, wir gehen mal hier so rüber. Ich glaube, hier können wir auch durch. Ja, wir könnten von hier wahrscheinlich springen. Ja, okay, genau. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Also ich fand es auch sehr lustig. Ne, war doch heute mal was Lustiges. Ja. Okay, also bis denn, ne? Und dann wieder nächsten Sonntag, ne? Oh, genau. Ja. Also, tschüssi. Ach so, ich muss noch nach Hause springen. Moment, nicht falsch machen, nach Hause springen. Ja, ich kann im Moment gar nicht springen. Kannst du nicht springen? Dann kann ich wahrscheinlich auch nicht springen. Ich gucke gerade mal. Ah, jetzt doch halt. Jetzt kann ich springen. Jetzt, ja, schnell weg. Ja, bevor da noch in was reingeraten ist und ich schneller tot hier, als wir gucken können. Das können wir dann mal hingehen, wenn wir so ein höheres Level haben, können wir das mal machen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ne? So, ich müsste jetzt gleich vor meiner Hütte erscheinen. Was habe ich hier eigentlich für ein Bild? Ich glaube, das ist sogar schon aus Valtora. Mhm. So, jetzt bin ich auch angekommen. Ah ja, sehr schön. Okay, gut, ich gehe dann rein und dann sage ich erstmal Tschüss für heute, ne? Genau. Schönen Sonntag und so. Wünsche ich auch. Bis dann, tschüss. 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 Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.